Unsere zweite Station in Frankreich ist die 40.000 Einwohner zählende Stadt Montélimar. Sie liegt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Ständiger Begleiter auf dieser 400 Kilometer langen Etappe ist der namensgebende Fluss Rhône. Angeblich gibt es in Montélimar den besten Nougat der Welt. Wir werden probieren und berichten. Guten Morgen, herzlich willkommen bei uns im Auto in Besançon. Guten Morgen, au revoir, ist das richtig? Nein, bonjour. Mesdames, Messieurs. Bonjour, euch allen. Die Rahmendaten, 1 Grad plus. Wir sind immer noch in Besançon, es ist jetzt 7 Minuten vor 9. Unser Ziel heute heißt Montélimar. Die Stadt mit dem leckersten Nougat der Welt. Und ich finde auch Montélimar hört sich definitiv schon nach einigen Plusgraden an. Ich hoffe es. Ich habe sonst auch bald nichts mehr zum Anziehen für diese Temperaturen. Julian, einer unserer Zuschauer, viele Grüße übrigens nach Gran Canaria, lieber Julian, hat gemeint, dass wir in einer Kältewelle unterwegs sind. Das mag sein. Aber meine Motivation ist trotzdem, jeder Meter in die richtige Richtung, und das ist diese Richtung, Richtung Süden, Richtung Gran Canaria, ist ein guter Meter. Weil mit jedem Meter, den wir jetzt Richtung Süden unterwegs sind, wird es immer wärmer. Zurzeit theoretisch, weil praktisch kann man das noch nicht spüren. Aber wer weiß, wir haben heute 400 Kilometer vor uns. Da kann sich, meine Hoffnung stirbt zuletzt, temperaturtechnisch ja schon ein bisschen was tun. Ich habe die Hoffnung. Und nach selbst wenn im Kreisverkehr zweite Ausfahrt auf Gran Canaria werden wir keinen Schnee haben. Und wir werden auf Gran Canaria zweistellige Temperaturen haben. Und ich werde die Füße in den Sand stecken. Und wenn es kalt ist und nur 20 Grad, egal. Es sind 20 Grad mehr als hier. Locker. Aber man muss wirklich sagen, Besançon, Leute, wir haben das ja gestern schon mal betont, also wirklich eine Reise wert. Also eine ganz, ganz entzückende, bezaubernde Altstadt. Ich stelle mir gerade vor, das im Sommer zu erleben, das muss ja noch 100.000 Mal schöner sein. Also wirklich, man denkt, Napoleon kommt irgendwo aus der Tür oder der Glöckner von Notre Dame hüpft irgendwo durch die Gegend. Also es ist wirklich unbeschreiblich schön, kann man nicht anders sagen, ne? Absolut, absolut. Und ich muss das auch ein bisschen an unserer Unterkunft festmachen. In der Villa Molina haben wir ja genächtigt und das sind ganz klar 10 Punkte, 10 Booking.com-Punkte von uns, weil es hat uns so gut gefallen. Ich habe mich so wohl gefühlt. Es war ein bisschen altfranzösisch eingerichtet, sag ich mal, mit viel Deko und viel Plüsch und viel, ich möchte es nicht sauber machen müssen. Aber es war sehr, sehr gemütlich. Ja. Und es war sehr muckelig. Und der alleine der Vermieter, Richard war ein Traumvermieter. Heute Morgen hat er uns ein französisches Frühstück kredenzt. Mit Croissants und kleinen knusprigen Brötchen. Drei verschiedenen Sorten Konfitüre. Lecker Butter, Orangensaft und Joghurt. Ja. Also eigentlich alles, was der Franzose so zum Frühstück mag. Es war wirklich sehr, sehr gemütlich. Ja. Wir haben von schönem Geschirr gegessen. Ist mehr für die Frauen wichtig als für die Männer. Oder für mich zumindest. War toll, war toll. Also es war auch so wie erwartet. Ne? Wir sind in Frankreich und da gibt es kein Mettbrötchen zum Frühstück. Da gibt es halt Croissant, Konfitüre, O-Saft, Joghurt, sowas eben. Und das war wirklich lecker. Für uns ja auch mal anders. Wir sind ja sonst die Mettbrötchen und Esser und Leberwurst und Blutwurst, ich zumindest. Obwohl wir dann Mettbrötchen gestanden hätte heute Morgen, hätte ich auch nicht Nein gesagt. Nein, es war alles gut, so wie es war. Ja. Sehr, sehr schön war es. Ich werde das in extrem guter Erinnerung behalten und kann die Villa Molina bei einer Reise nach Besançon oder bei deiner Durchreise allerwärmstens empfehlen. Ja. So, ich habe es ja, glaube ich, gestern schon mal gesagt, auch relativ zu Beginn des Videos von gestern. Mittlerweile haben sich 4 oder 5 Zuschauer gemeldet und mich darauf hingewiesen, dass meine Eingangskarte völlig falsch ist, weil das Ziel ist ja gar nicht Gran Canaria, sondern Teneriffa. Mea culpa. Ich habe gesündigt. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich eigentlich darstellen wollen, dass wenn ich mit der Fähre
von Huelva nach Gran Canaria fahre, erst über Teneriffa nach Gran Canaria fahre, weil dort noch Leute eingesammelt werden oder Leute rausgeschmissen werden, um dann endgültig nach Gran Canaria zu fahren. Was ich allerdings vergessen habe, ist, den letzten Strich rüber zu machen nach Gran Canaria. Stimmt. Und ich habe dann fälschlicherweise die beiden Namen eingeblendet, Las Palmas und Maspalomas. Hätte natürlich nach dem fehlenden Strich kommen müssen. Das war mein Fehler. Ich vermute, ich war gerade so im Workflow und war genau in dem Moment abgelenkt, weil du wahrscheinlich gesagt hast... Und jetzt bist du auch im Workflow. Vergiss mal nicht zu tanken, sonst liegen wir gleich auf der A36. Ja, noch 80 Kilometer Reichweite. Aber ich habe jetzt eine Tankstelle ausgeguckt, die 10 Cent günstiger sein soll als in Besançon. Mensch, war das da teuer gestern. 1,96 ne? für einen Liter super. Naja, aber so ist das eben in Europa. Es ist ja also völlig unverständlich, warum sind die Benzinpreise in Europa eigentlich so unterschiedlich? Also wir werden jetzt aufgrund der Benzinpreise keine mega Umwege machen. Aber wenn auf der Strecke eine Tankstelle liegt, die sich wirklich so, die wirklich so weit abweicht von dem vorherigen Preis, dann fahren wir da natürlich vorbei. Und wir machen heute eigentlich keinen Umweg. Wir fahren jetzt nur quasi an der eigentlichen Schnellstraße parallel weiter in ein kleines Dorf. Und dann geht's rüber auf die Autobahn. Und Stefan möchte heute nicht mehr zu Aldi in Frankreich, er möchte zu Carrefour. Aldi natürlich auch. Nein, Carrefour ist schon toll. Mögen wir auf Gran Canaria ja auch sehr gern. Eine französisch-spanische Supermarktkette. Ich glaube ja, französisch. Die finden genau. wir auf, bei uns auf der Insel auch immer total schön. Und nochmal ein Lob auch an unsere aufmerksamen Zuschauer. Mittlerweile ist das Rätsel, das A7-Rätsel mit der 80 Stundenkilometer Geschwindigkeitsbegrenzung aufgeklärt. Danke an, ich glaube, 2 oder 3 Zuschauer, die mir das geschrieben haben in den Kommentaren. Wir waren ja unterwegs von Hildesheim Richtung Süden. Und da haben wir ja, ich weiß nicht, über 20, 30 Kilometer eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 gehabt auf einer dreispurigen A7, super gut ausgebaut. Und das war völlig unverständlich, warum und weshalb. Des Rätsels Lösung ist Paraffin. Genau. Auf der A7 war genau in diesem Streckenabschnitt in der vergangenen Woche ein LKW verunglückt, der hat Paraffin verloren. Genau. Und das hat es wohl noch nie gegeben. Und das ist dann wie Glatteis, wenn so Wachs auf der Straße ist. Und das runterzubekommen von der Straße stellte sich wohl als relativ schwierig dar. Und da jetzt immer noch Reste auf der A7 sind, ist man natürlich auf Sicherheit bedacht. Nicht, dass da irgendjemand ins Rutschen kommt. Genau. Und jetzt verstehe ich das. Genau. Und das fehlte einfach, das Verständnis. Ja, genau. Es ist natürlich an Informationen auch nicht bei uns angekommen. Und was auch, was ich ja nie geglaubt habe, wir haben eine blinde Zuschauerin, kann man in diesem Fall ja gar nicht sagen. Mir hat jemand in den Kommentaren geschrieben, dass wir weiterhin so viel kommentieren soll, weil sie ist auch sehr gespannt auf unsere Tour und verfolgt die auch. Allerdings ist sie blind. Also kann man nicht von Zuschauern sprechen, sondern von Zuhörerinnen in dem Fall. Und faszinierend. Die verfolgt unsere Tour, weil wir das Ganze kommentieren. Und wir sind jetzt hier, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? In einem Industriegebiet von Besançon. Und schön ist es nicht. Nein, und ich fühle mich jetzt, in der Pflicht ist falsch. In Pflicht aber nicht. Aber es macht dann auch schon, es berührt schon so ein bisschen, ja, ne, genau. dass jemand uns zuhört. Der uns nicht sieht und der trotzdem unsere Informationen ganz toll findet. Genau. Und also machen wir weiter mit unserem Gesappel. Genau, also viele Grüße. Viele Grüße. Und wir sind fasziniert. Jo, was habe ich denn noch auf dem Zettel? Ich habe mir noch einiges aufgeschrieben, aber ich glaube, das war's schon, ne, für den heutigen Tag. Was waren hier so meine Dinge? Ja, 400 Kilometer hast du, glaube ich, gesagt. Also knappe 4 Stunden sind wir unterwegs. Und ja, jetzt machen wir erstmal wieder aus, werden gleich mal tanken und werden uns dann wie immer wieder melden, um dummes Zeug zu sammeln. Ja, denn hier rechts und links gibt es nur noch sowas wie Plattenbau. Also wir sind hier in einem wirklichen Industriegebiet und suchen mal die Tankstelle, ne? Aber die Straßen hier, also bisher in Frankreich, eine wahre das Freude. Das mag an der Maut liegen, die wir auch zahlen müssen. Dann zahle ich die aber gerne. Ja, das stimmt, die Straßen sind toll. Es ist so ein
dahin gleiten, so als wenn du auf dem Sofa sitzt. Übertreibe es nicht, Stefan. Na gut. Bis gleich. Tschüss. Wir haben wieder was zu berichten. Und zwar geht es jetzt um das Thema Maut, also Autobahngebühren. In Frankreich und in Spanien gibt es ja einige Straßen, die gebührenpflichtig sind. Und in der Vorbereitung der Hintour von Gran Canaria nach Eckernförde und auch die Rücktour stellt man sich natürlich immer die Frage, kann man diese Mautgebühren vielleicht einsparen, indem man andere Straßen fährt? Es gibt ja im Internet einen schönen Rechner vom ADAC, der rechnet auch ganz genau aus, was kostet die Maut denn genau für den Streckenabschnitt A bis B und B bis C. Und da kommt natürlich was zusammen. Also auf der Hintour von Gran Canaria nach Eckernförde hatte ich insgesamt Kosten von, ich meine, 150 Euro nur für Maut. Und wenn man die einsparen kann, warum eigentlich nicht? Immer wenn ich hier auf mein Navigationssystem schaue, dann wird auch die Alternativroute angezeigt, also ohne Maut. Aber sind die Umwege nicht immens? Genau, meistens steht dann da, ohne Maut 3 Stunden länger. Oh nee. Und da muss natürlich jeder selber wissen, möchte man das? Das heißt ja auch mehr Kosten an Benzin und Sprit. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich deutlich schönere Eindrücke als jetzt hier auf dieser Autobahn, auf der wir uns gerade befinden. Das ist halt eine Autobahn, die mautpflichtig ist. Ja, und wer schon mal eine Autobahn gefahren ist, in welchem Land auch immer, da gibt es halt nicht so viel zu sehen. In der Regel fahren wir ja immer lieber die schönere Strecke als die schnellere Strecke. Aber bei der Entfernung diesmal würde ich doch sagen, oder sage ich, wie wir beide meinen, die bevorzugt schnellere Route, ne? Genau. Also das ist immer so eine Abwägungssache. Aber meine Erfahrung auf der Hintour war, ich bin niemals eine alternative Route gefahren ohne Maut. Es hat sich immer irgendwie, wenn dem Ganzen jetzt ich Glaube schenken darf, was das Navigationssystem mir sagt, man weiß es ja nicht, aber ich vertraue dem System schon. Und wenn die sagen, 3 Stunden länger, dafür 15 Euro Maut gespart, na, dann gebe ich lieber die 15 Euro aus. Ja. Das stimmt. Ich schalte meinen Tempomaten ein hier, fahre meine 120 Stundenkilometer konstant. Es ist nicht anstrengend, man fährt nur geradeaus. Genau, wir sind relativ entspannt unterwegs. Und kommen dann nach 4 Stunden Autofahrt relativ entspannt irgendwo am nächsten Ziel an. Und das Stefan mit mir als Beifahrerin. Das geht eigentlich, ne? Noch geht's. Ja. Ja, also unsere Empfehlung ist, gerne die Maut bezahlen, auch wenn es natürlich 150 Euro ist, dann nicht wenig Geld, auch wenn es vielleicht wehtut im ersten Augenblick. Ich denke, das ist echt die bessere Alternative, die Maut zu bezahlen. Zumal die Straßen wirklich mit Maut, ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber ich spüre das ja, wie ich hier so dahin gleite auf der Autobahn. Ja, die sind tipptopp. Es gibt hier keine Schlaglöcher und keine Unebenheiten, keine Bodenwellen. Anders als die Straße, die wir eben gefahren sind, bis zur Autobahn, das war eine Vollkatastrophe. Das war so eine Art, ja, weniger als Kreisstraße, würde man in Deutschland vielleicht sagen. So, und es gibt 2 Arten der Bezahlung der Maut. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das ist. Also manchmal ist es so, dass man die Kreditkarte an ein Lesegerät hält und dann geht die Schranke auf. Und es werden 2,90 Euro abgebucht für 120 Kilometer Strecke. Ja, sehr unterschiedlich, ne? Dann gibt es die nächste Station, da hältst du wieder eine Kreditkarte hin, da zahlst du dann 15 Euro für 4 Kilometer. Ja. Also das ist manchmal total unterschiedlich. So, und dann gibt es auch die Station, die wir gerade eben hatten. Da haben wir keine Kreditkarte ans Lesegerät gehalten, da haben wir ein Ticket gezogen. Und an der nächsten Station gibt man das Ticket dann wieder ein und dann bezahlt man. Also genau. Das sind diese beiden Systeme. Und ich weiß nicht, wie der Preis hier berechnet wird. Es wird mit Sicherheit eine Begründung dazu geben. Vielleicht weiß sie auch wieder einer von euch. So ein Vielreisender, der auch in Frankreich viel unterwegs ist oder Spanien. Also auf Mautstrecken. Wenn das jemand weiß, würde uns schon interessieren, was da so passiert. Ne? Oder, ja, ich glaube, das ist ein ziemlich komplexes System. Das macht ja nichts. Nein, es gibt ja vielleicht Menschen, die Komplexität viel besser erkennen und erklären können als wir beide. Definitiv. Ja. Jo, das war im
zum Thema, was haben wir gerade erlebt, was passiert hier aktuell. Ansonsten kann ich sagen, die französischen Raststätten an den Autobahnen, die sind deutlich zahlreicher vorhanden als in Deutschland. Erinnerst du dich gestern, diese ganzen... Ja, nicht nur unbedingt Raststätten mit Tankmöglichkeiten und mit Shops dergleichen, sondern also Rastplätze als solches. Genau, Parkplätze meinte ich auch. Ja, genau. Die gibt es zahlreich, sehr, sehr zahlreich. Also gefühlt alle 5 bis 10 Kilometer gibt es einen Parkplatz. Ja. Mit Spielplätzen für Kinder, ja, und so ein bisschen gute Pausenmöglichkeiten hier, ne? Ja. Aber was wir auch gestern beobachten konnten, das ist auch in Deutschland schon von uns zu beobachten gewesen, die Parkplätze sind voller LKW. Man kriegt kaum einen Parkplatz für das eigene Auto, um das mal abzustellen. Ja, stimmt. Das, also, habe ich so auch noch nicht gesehen. Na gut, wir waren nun gestern auch sehr grenznah unterwegs, ne? Das kann sich jetzt ein bisschen ändern. Stimmt. Auf den nächsten Kilometern. Schauen wir mal. Ja, also LKW-Fahrer zu sein in der heutigen Zeit, das macht, glaube ich, nicht so ganz viel Spaß. Weil der LKW-Fahrer, der steht ja auch immer vor der Alternative. Lenkzeit auf der einen Seite einhalten und Pausenregelung auf der anderen Seite auch einhalten und gleichzeitig aber auch einen Parkplatz finden, der frei ist. Also was ist, wenn ich jetzt noch eine Stunde Lenkzeit habe oder noch mal krasser, ich habe jetzt noch 20 Minuten Lenkzeit und weiß, in 10 Minuten kommt ein Parkplatz. Aber da gibt es keinen Platz für meinen LKW. Dann muss ich automatisch meine Lenkzeit ja überschreiten. Also schwierig, ganz großes Thema hier, weil gestern, wie gesagt, die Parkplätze, die wir angefahren sind, da hätte kein LKW mehr aufgepasst. Naja, wir sind Gott sei Dank keine LKW-Fahrer und müssen uns das nicht antun. Wir sind froh, dass es die Jungs und Mädels gibt, die das tun, damit wir immer alles mögliche Brötchen auf den Tisch kriegen. Ne? Bekommen, ja. Klar sind wir dankbar. Ja, wir sind jetzt übrigens ja in der Region, wo uns ständig der Fluss, wen spricht man denn aus? Die Rhone begleitet. Und diese Richtung, wie ich zeige, ist die Rhone. Und vielleicht gibt sich ja noch mal die Möglichkeit, irgendwo die Drohne mal in die Luft zu bringen, wenn die Sicht gut ist, dass wir das Ganze auch mal von oben zeigen können. Genau. Bis dahin. Ich wollte es ja noch nicht sagen, aber ich tue es trotzdem. Wir haben zum ersten Mal 2 Grad. Es wird wärmer. Bis nachher. Wir möchten von einer dramatischen Veränderung berichten. 3 Grad, Leute. Und was haben wir im Gesicht? Sonnenbrillen. Weil, wenn man sich das da oben anguckt, sieht man blauen Himmel. Wer sagt's denn? Oh, ist das schön. Es geht voran, Leute. Es ist doch alles supi. Es ist doch alles supi. Blauer Himmel, 3 Grad, man spürt auch die Sonne tatsächlich so ein bisschen schon, ne? Ja, ist ein tolles Gefühl. Also, das war der Bericht zur Lage der Nation hier im Auto. Wir sind gleich um 300% fröhlicher geworden. Boah, ja, mir wird es auch langsam ein bisschen warm mit dem Tuch hier. Muss ich tatsächlich sagen, aber ich muss, glaube ich, mittlerweile so ein Tuch umhaben. Das liegt daran, dass du 29 Grad auf deinem Ding eingestellt hast. Nee, ich habe so einen Schildkrötenhals. 29 Grad? Hat man ja nie hier in diesem Auto. Es ist nur... Egal. Weiter so für uns. Ja, wir melden uns, wenn wir 4 Grad erreicht haben. Also gleich. So, und jetzt könnt ihr live dabei sein, wie da vorne die Mautstation kommt. Und wir hatten ja schon etwas berichtet zum Thema Maut und wie das Ganze funktioniert. Und hier müsste ich jetzt ja das Ticket, das ich an der letzten Mautstation gezogen habe, wahrscheinlich müsste ich das jetzt hier in den Automaten stecken. Wir werden das gleich mal sehen. Ich mache mal dieses furchtbare Piepen aus. So. Der Kollege vor uns. Das hat geklappt. So, und jetzt mal gucken, ob so ein dummer Deutscher das auch hinbekommt.
geklappt. Nochmal das Ticket. Der dumme Deutsche hat das falsch rum reingepackt. Oh, 18,70 Euro wollen die haben. Und bezahlt so. Und tschüss. Also 18,70 Euro. Ausgeklinkt. Aber ich glaube, wir sind auch anderthalb Stunden auf der Autobahn gewesen. Und ja, ich war zu dumm, das Ticket richtig in die in den Automaten zu schieben, aber da habe ich ja schnell gemerkt. Wir sind jetzt hier ganz kurz vor Lyon. Sie? Und ich muss sagen, wenn ich die letzten anderthalb Stunden, das war ziemlich langweilig, das war ziemlich eintönig. Ich wollte es gerade sagen, so schön das landschaftlich war. War nix. Sehr unberührt, sehr viel Natur, also wirklich schön, aber so zum Autofahren und nicht müde zu werden, war das ein bisschen langweilig. Aber seit einiger Zeit juckt es natürlich immer in den Finger, wenn da auf den Hinweisschildern immer steht Marseille, Grenoble. Diese ganzen Orte, die man schon mal gehört hat, da denke ich immer, reiß das Steuer rum und fahr mal ganz kurz nach Marseille oder nach Grenoble oder nach Saint-Étienne. Nein, wir machen keine großen Umwege. Wir fahren jetzt hier an Lyon vorbei. Auch da juckt es mich. Warst du schon mal in Lyon? Nein, ich glaube nicht. Aber so mit ganz kurz mal eben ist es auch nicht getan und wir haben halt ein Ziel und dem wollen wir weiter entgegenfahren. So ist es. Und auch hier heute hoffen wir natürlich wieder, dass wir unser Hotelzimmer einigermaßen früh beziehen können. Ich vermute mal, in dieser Jahreszeit, so im Januar, wird es auch hier in Frankreich keine Hochsaison haben. Wir haben kontinuierlich 2,5 bis 3 Grad. Leider ist die Sonne wieder weg. Wir waren gerade mal draußen. Das Näschen wird langsam wieder warm. Wir haben aber noch 160 Kilometer vor uns. Ja. Also wir werden sehen, was uns da witterungstechnisch noch erwartet. Das kann alles sein. Ja, die kurze Hose wird auch sicherlich im Montélimar noch im Koffer bleiben. Und Heike, du wirst recht haben, auch die Übergangsjacke wird heute noch nicht rausgeholt. Ja, das war's mal wieder. Wir melden uns wieder, wenn es was Interessantes, Spannendes, Witziges und so weiter gibt. Genau. Bis dann. Ja, jetzt haben wir entschieden, die Kamera mal wieder anzumachen, weil die Gegend, die jetzt hier so zu sehen ist, finden wir wirklich sehenswert. Es wird langsam schöner, weil anderthalb Stunden Einöde war nicht so schön. Aber jetzt sind wir an Lyon vorbei. Die Stadt war irgendwie in meiner Wahrnehmung Industrie, oder? Ja, aber jetzt kommen wir wieder durch wirklich schöne hügelige Landschaft mit schönen Häusern in den Tälern. Und in den Berghängen kann man quasi so nennen, glaube ich. Wir haben 3,5 Grad. Natürlich ist der Himmel bedeckt, das sieht nicht so toll aus. Aber reizvoll ist die Landschaft hier. Ja, wirklich schön. Und die Rhône, die Rhône, der Fluss, der begleitet uns ja nun schon eine ganze Zeit. Und jetzt sind wir relativ dicht dran. Ja. Eben haben wir sie schon überquert, die Rhône, und jetzt überqueren wir sie wieder und fahren wieder auf die andere Seite rüber. Und die Täler hier sind also wirklich schön. Die sind ganz, ganz toll. Wir sind übrigens auf der A7 Richtung Marseille unterwegs. Nicht zu verwechseln mit der A7 in Deutschland. Jetzt überqueren wir die Rhône. Aber ist mir eben schon aufgefallen, ich habe noch kein Schiff gesehen. Nee, ich auch nicht. Also normalerweise die Rhône, hier ist sogar eine Schleuse da hinten. Kein Verkehr hier, ne, auf dem Fluss. Scheint ja aber doch ein zentraler Fluss in Frankreich zu sein. Ja, absolut. Verstehe ich jetzt gar nicht, warum da keine Schifffahrt stattfindet. Ist das nicht sogar der größte Fluss im Land? Das weiß ich nicht. Also ich kenne nicht so viel, ich kenne die Seine noch. Ja. Und die Rhône. Und den Po. In Frankreich. Ist er in Italien? Oh Schatz, jetzt ist es soweit. Naja. Dann muss ich mir Sorgen machen? Nein. Aber ich meine, Stadtlandfluss war noch nie gut. doch. Nein. Oder du hast immer beschummelt. Ja, also jetzt kann ich es zugeben. Ah. In der Tat. Jetzt mir bei Flüssen ja viel erzählt. Wenn ich gesagt habe, habe ich auch, dann war es meistens so, dass ich dann Strich hatte. Aber ich wurde ja auch nie kontrolliert. Wir sollten mal wieder Stadtlandfluss spielen. Ja. Besonders nach dieser Tour hier. Ja. Speziell Stadtlandfluss. Ja.
So, aber hier wirklich, also das ist schon schön anzusehen. Also die Autobahn ist jetzt relativ kurvig, es geht hier hoch, Kurve rechts, Kurve links. Und jetzt in 1000 Meter kann ich meine Kreditkarte wieder zücken, weil... Da haben wir doch mal wieder eine Mautstation vor uns. Und das ist ganz intelligent gelöst. Hier gibt es ja mehrere Symbole. So ganz verstanden habe ich das nicht. Es gibt ja dieses gelbe T, was man auf den Schildern sieht. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie für Vielfahrer oder für Fernfahrer. Und da gibt es noch so ein anderes Symbol. Vielleicht haben die irgendwie so eine Dauerkarte wie Günther Jauch bei Sanifair, so eine Platinkarte. Alle LKW fahren hier nur bei dem gelben T über die Mautstation. Das heißt, die müssen wahrscheinlich gar nichts machen. Die haben irgendeinen Transponder im LKW drin. Kann sein. Und dann wird das automatisch abgerechnet. Auch da ist ja für LKW-Fahrer wieder Zeit ist Geld. Ne? Wenn man hier an der Mautstation noch mal eine Minute warten muss, ist ja auch doof. Ticket ziehen. Kurze Arme, kein Ticket. Und demnächst wahrscheinlich an der nächsten Mautstation zahlen. So, und ich finde, hier muss man immer aufpassen, dass man, wenn von rechts jemand kommt, ja, das hat man meistens nicht im Blick, wenn man rausfährt aus diesen Stationen. Hier fahren die alle durcheinander, ne? Also hier habt ihr ja keine Fahrbahnbegrenzungen. Hier laufen halt die ganzen Mautstationen auf eine Fahrbahn, ohne dass man eine Fahrbahnbegrenzung hat. Und da empfehle ich wirklich immer hinten mal über die Schulter nach rechts zu gucken. Oder auch nach links. Oder nach links sowieso. Kommt wirklich von allen Seiten hier ran. Und da muss man wirklich aufpassen, wenn man durch die Mautstation durchfährt. Stimmt. So, und jetzt französisches Land. Leben. Vive la France. Und so ein kleines Hüngerchen meldet sich bei mir, aber das muss ich euch jetzt mal erzählen. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Wir haben gerade so eine halbe Stunde lang ABBA gehört, weil ABBA macht ja fröhlich, ABBA kann man mitsingen, ne? Und man kennt jedes Lied über Spotify. Und alle paar Minuten kommt Werbung. Und jetzt ratet mal, von wem dort Werbung kommt. Von einem der großen Buchstaben natürlich. Ich darf ja hier keinen Namen nennen. Es ist ein Unternehmen, dessen Firmenlogo aus einem gelben, geschwungenen M besteht. Und die haben ja Produkte für ihre Werbung für ihre Produkte gemacht. Unter anderem war in dem einen Produkt sahnig schmelzender Käse. Cheese Jalapenos, genau deins. Das wurde auch so, das wurde nicht gesagt sahnig schmelzender Käse, sondern sahnig schmelzender Käse. Schwupp, hatte ich Hunger. Du auch? Es gibt noch nichts zu essen, Schatz. Nee, da will ich auch nicht hin. Na, ich will schon. Wir müssen auch mal wieder auf unsere Gran Canaria-Figur hinarbeiten. Ja. Und wenn wir irgendwann ein Special in Bademode machen wollen. Wir sind ja nun kurz davor, 2000 Abonnenten auf dem Kanal zu haben. Also, ne, wer der 2000. sein will, muss schnell sein. Vielleicht gibt es ein spezielles Geschenk, man weiß es nicht. Aber wir haben vor ein paar Tagen darüber philosophiert. Wir hatten jetzt ja ein 1875 Spezial gemacht und haben uns einfach mal bedankt. Jetzt war die Idee, mal ein Special zu machen, 2000 Abonnenten. Und jetzt sag mal deine Idee, die du genannt hast. Ich hatte die glorreiche Idee, uns bei einem Strandaufenthalt zu begleiten. Und zwar wir beide in Bademode. Stefan in Hose, ich in Badeanzug oder Bikini, was noch viel schlimmer ist. Und da haben wir herzhaft, herzlich gelacht und gebrüllt. Also das wird in diesem Leben sicher kein Special werden. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf einstellen, wenn wir das umsetzen sollten, das kostet extra. Only for fans. Ja. Oh ja. So, aber da sind wir noch weit von entfernt. So viel zu unserem kleinen Imbissvorhaben gestrichen, Schatz. Oh ja. So. Dann wär's? Ja. Erstmal ja. Alles Wichtige demnächst. Kurz vor unserem Ziel, wir haben noch 50 Kilometer bis Montélimar, möchten wir euch gerne mal die Gegend zeigen, in der wir gerade sind. Wir sind eingerahmt von
Bergen, die schneebedeckte Gipfel haben, allerdings auch nur so leicht schneebedeckt. Wir sind auch gerade durch ein Weinanbaugebiet gefahren, links und rechts der Autobahn, viele, viele Reben. Sagt man das, Reben? Ja, die sahen aber komisch aus. Die sahen nicht aus wie Reben in Deutschland, die sahen aus wie kleine Olivenbäume ohne Grünzeug, fand ich. Echt? Ja, sah ganz anders aus, aber okay, vielleicht waren das auch Oliven. Aber keiner kann uns das Gegenteil beweisen, vielleicht war es auch nur Unkraut. Nein. Nein, das war schon irgendwie, sah nach Wein aus. Und wir haben jetzt ja mittlerweile auch schon zwischen 3,5 und 4 Grad kontinuierlich die letzten Kilometer lang. Und die Gegend ist wirklich sehr, sehr schön. Man vergisst teilweise die Kamera mal anzumachen, weil man selber so beeindruckt ist von der Gegend. Jetzt sind wir gerade hier natürlich wieder mitten auf der Autobahn, die nicht so viel Schönes zeigt, aber doch das Umland sieht toll aus hier. Also demnächst in Montélimar. Dann zeigen wir euch diese kleine, hoffentlich bezaubernde Stadt mit dem besten Nougat der Welt. Ja. Nicht wahr, mein Schatz? Wenn das denn so ist. Das müssen wir ja erstmal selber in Erfahrung bringen, ob man uns da nur auf die falsche Fährte gelockt hat. Aber selbst Richard heute Morgen, unser Vermieter in Besançon, fragte dann, wie es weitergeht. Dann sagt er, nach Montélimar fahren wir. Nougat. Genau. So, selbst der weiß das, dass es guten Nougat in Montélimar gibt. Aber wie gesagt, ich werde das live vor Ort vor der Kamera verkosten. Dreh nochmal um. Ja, guck mal hier. Diese Dinger, die erinnern mich ja immer an Italien. Ne? Zypressen. Die stehen da ja zuhauf. Aber wir sind nicht in Italien, wir sind in Frankreich. Und ich schätze mal, bis zum Mittelmeer haben wir es jetzt noch so 200, 250 Kilometer. Ich habe gerade zu Stefan gesagt, ich würde so gern weiterfahren, weil ich bin des Fahrens oder des Beifahrens noch nicht müde. Ich würde dich auch ablösen. Ich hätte wirklich Lust, weiterzufahren, aber du nicht, ne? Na, du hier, willst ja unbedingt nur Zeug. Guck mal hier, die Rhone. Wieder kein Schiff auf der Rhone zu sehen. Ein breiter Fluss, der doch sicherlich dazu geeignet ist, Waren von A nach B zu transportieren. Aber bisher haben wir wirklich nicht ein einziges Schiff gesehen hier. Nein, stimmt. Mit einem kleinen Felsmassiv auf der rechten Seite. Das sieht auch nicht nach Niedrigwasser aus. Nee, mir fehlen auch so ein paar Cafés am Ufer. Am Rhein ist das, glaube ich, so. Das gibt es hier bestimmt auch ganz viel. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Weinfeste wird es hier geben, wie auch am Rhein und an der Mosel. Genau. Ach, merkwürdig, ne? Keine Schiffe. Bisher, wie gesagt, kein einziges gesehen. Aber das ist ja mal wieder eine Frage an alle, die jetzt zugucken. Warum gibt es auf der Rhone keine Schiffe? Ist das jetzt Zufall? Oder ist das durchaus üblich, dass man hier mit Schiffen nicht fährt? Ich werde höflich von Lkw-Fahrern darauf aufmerksam gemacht, dass sie es sich wünschen würden, wenn ich etwas schneller fahren würde. Bei 90 Stundenkilometer Geschwindigkeitsbegrenzung fahre ich jetzt 89. Das ist deutlich zu langsam. Ich muss sagen, ich kann die Lkw-Fahrer... Was ist da? So. Ich kann die Lkw-Fahrer ja auch immer gut verstehen. Ne? Die müssen vom Tempomat irgendwie runter und müssen sich neu einstellen. Und da haben die echt gar keinen Bock drauf. Ich meine, das ist deren Job, schnell von A nach B zu kommen mit heikler Ware. Vielleicht manchmal auch für uns die Ware, die sie dort transportieren. Naja, Schatz. Ne? Sie überholen uns alle. Ja, du findest es ja immer witzig. Ne? Nein, ich finde es nicht witzig, aber ich fahre 90 und ich darf hier 90 fahren. Ja. Also, und ich habe jetzt schon 3 Blitzanlagen gesehen. Und an meine Kohle kommen die nicht. Das schwöre ich. Seit ich auf Gran Canaria geblitzt wurde, statt 100 bin ich 103 gefahren. Das hat 100 Euro gekostet. Stimmt. Nur mal so. Aber in Spanien auch ein ganz geiles System. Dann kriegt man sein Bußgeldbescheid, seine Rechnung. Ne? Und da steht drauf, wenn man innerhalb von 14 Tagen bezahlt, zahlt man nur die Hälfte. Das ist doch geil, oder? Das ist doch wirklich eine gute Sache. Das habe ich natürlich ausgenutzt. Da geht man dann ins Internet, in so ein Programm der Behörden
und füllt das alles aus, hinterlegt seine Kreditkartendaten und macht das alles so am PC. Und am Ende bedankt sich das Programm oder die Behörde, dass man da gewesen ist, nach dem Motto, schauen Sie gerne mal wieder rein. Aber bisher habe ich da nie wieder reingeschaut. Gell? Genau. So, jetzt dürfen wir 110 und jetzt überholen wir die LKW wieder. Ja, und grüßen ganz freundlich nach rechts. Stimmt ja gar nicht. Nein. Nein. So, also wirklich, Leute, schön hier. Wirklich schön. Wir haben es bald und melden uns aus Montélimar. So ist es. Nicht wahr? Wir haben die Autobahn verlassen, sind an ganz, ganz vielen Obstfeldern vorbeigefahren, an Lavendelfeldern vorbeigefahren. Und 90. Der krasse Gegensatz auf der rechten Seite, den zeigen wir jetzt auch mal, nämlich das Kraftwerk an der Rhone. Wenn du so freundlich bist. Mhm. Das Kraftwerk. Schön ist was anderes. Ja, aber muss ja auch sein, ne? Ja. Der Strom kommt bei uns aus der Steckdose und nicht aus dem Kraftwerk oder so, ne? Ja, so sieht's aus. Nein, aber wir haben jetzt tatsächlich schon 4 bis 4,5 Grad. Wahrscheinlich, wenn wir angekommen sind in Montélimar in 10 Kilometern, werden wir auch endlich die 5 Grad Marke erreicht haben. Und wie auf Schlag sind die Berge links und rechts um uns herum schneefrei. Also es gibt oben auf den Bergen kein Schnee mehr. Ich habe gerade schon ein großes Lavendelfeld gesehen. Von dem Stefan meinte, weil ich habe Stefan gefragt, was denkst du denn, was das ist? Er hat gesagt, Grünkohl. Alles klar, ne? Sah so aus. Sah aus wie Lavendel und war Lavendel. Ja. In seiner schönsten Form. Und was ist das? Guck mal hier, das sind auch... Ja, ich weiß, es sieht aus wie Wein, aber ich kann es natürlich nicht bestätigen. Ist auch kein Wein. Also es ist entweder Obst oder Wein. Ja, das ist nämlich ein fruchtbares Obsttal hier. Ich habe so ein Hinweisschild auf der Autobahn gesehen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wein ist doch auch Obst. Ja, stimmt. So, und hier auf dem Fluss schon wieder nicht ein einziges Schiff. Das macht mich echt nachdenklich. Mich jetzt nicht so, aber gut. Ach, herrje. Also ich sag mal, wir sind schon in Südfrankreich. Was denkst du? Ja, wir machen das so ein bisschen fest an der Vegetation, ne? An den Zypressen, am Lavendel, am Obst. So, und warum fährt dieser LKW vor uns jetzt? Der hat vor sich jemanden. Ach, der hat vor sich. Ich dachte, der wollte uns jetzt provozieren, weil Nein, der hat vor sich jemanden. Ach so. Den hat er aber noch nicht angehupt, so wie uns. Guck mal hier. Durchgezogene Linie. Ja, das macht nichts. Wen interessiert's? Das macht doch alles nichts. Doch, schöne Gegend. Ich denke mal, dass es auch so links und rechts die Berge schützen diese Gegend hier relativ gut vor Witterungseinflüssen. Das ist jetzt mal meine Theorie. Guck mal hier, alles grün. Es ist alles grün. Ist schön. Wirklich schön. Wie lange haben wir jetzt kein Grün gesehen? 3 Monate, ne? Der erste Hinweis kam auch schon, wir fahren jetzt direkt auf einen Supermarkt zu, Carrefour. Und unsere Spekulation geht in die Richtung... Halbes Hähnchen. Weil wir haben uns gerade daran erinnert, dass auf unserer Südfrankreich-Tour in Nizza wir mal bei einem Carrefour ein halbes Hähnchen mitgenommen haben. Ne? Warum spricht er eigentlich immer nur vom Essen? Ich rieche das förmlich. Nam, 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 nam. Wir melden uns wieder. Wenn wir den halben Hahn erlegt haben. Wenn wir im Hotel angekommen sind. Bis dann. Also fast 5 Grad sind tatsächlich erreicht in Montélimar. Wir haben 4,5 Grad. Und als wir hier zum ersten Mal an unserem ersten Supermarkt ausgestiegen sind,
haben wir gemerkt, gefühlt sind das irgendwie minus 10 Grad, weil das ist hier ein eisiger Wind. Ja, stimmt. Und der kühlt das alles extrem runter. Und wir machen jetzt eine kleine Stadtrundfahrt mit euch, falls wir überhaupt gar nicht mehr rausgehen, weil es ist echt lausig kalt, obwohl es fast 5 Grad sind. Ja, es ist wirklich sehr, sehr kalt. Ja, wir kennen den Ort ja nun auch noch nicht. Wir fahren jetzt ein bisschen mit euch durch die Gegend, waren hier gerade kurz in einem Supermarkt, um uns nur mal irgendwie ein Brötchen oder so zu holen und waren dann doch sehr enttäuscht von den Supermärkten Aldi und Lidl. Ja, und also ich muss noch eins sagen für jemand, der in Frankreich Urlaub machen möchte. Ich bin ja auf der Hintour schon hier auf das Thema gestoßen, dass die Franzosen hier andere Steckdosen haben. Aber ich konnte mir immer weiterhelfen, indem die Hotels mir weitergeholfen haben und gesagt haben, wir haben hier einen Adapter oder wir haben hier das und das und so und so. Und hier das Hotel in Montélimar ist tatsächlich das erste Hotel, das mir nicht weiterhelfen konnte. Jetzt sind wir gerade eben im Carrefour gewesen im Supermarkt und ich habe mir hier einen Dreifachstecker für französische Stecker besorgt. Also ihr müsst bitte dran denken, dass ihr, wenn ihr hier in Frankreich seid und euer Elektrokram mit habt, dass hier die französischen Stecker anders ticken als alle anderen. Also das sind so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Da ist so ein kleiner Stift in der Steckdose, so ein kleiner Metallstift. Und der Stecker auf der Gegenseite muss halt ein entsprechendes Loch haben, wo dieser Stift dann reinkommt. So. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. So, wir setzen mal die Stadtrundfahrt fort. Hier ist ein schöner Bäcker übrigens. Ja? Oh. Und Nougat, oh hier, ein mega Nougat-Laden ist. Montélimar ist ja bekannt für seinen Nougat, aber wir haben bisher noch nichts dergleichen erstanden. Aber es gibt überall Geschäfte mit Nougat rauf und runter. Ist aber allerdings so verpackt, dieser Nougat, das kann ich schon aus dem Auto erkennen, dass der Tourist natürlich irgendwie Geschenkgeschichten da mitnehmen sollen. Ich fahre so langsam und lass mal hier die ganzen Autos vorbei. Mhm. Und vielleicht machst du weniger Armaturenbrett und ein bisschen mehr so. Ja. Wenn du das möchtest. Ja. Und jetzt kann ich wieder auf die Straße, weil ich habe den Verkehr gerade etwas behindert. So, wir waren, was wir bisher gesehen haben hier von der kleinen Stadt, waren wir relativ begeistert, ne? So, ja. Was die Optik angeht. Ja, waren wir. Sind wir. Also zweifelsohne, das ist ein schöner Ort und auch ein touristischer Ort wohl. Nicht nur durch seinen Nougat, sondern ich denke auch, hier wird Fahrrad gefahren, ne? Ja, in dem Hotel, an der Rezeption, hing an der Rezeption das Bergtrikot der Tour de France. Also dieses weiße Trikot mit den roten Punkten. Das kann man dann ergattern, wenn man so eine Bergziege ist und bei der Bergankunft möglichst viele Bergpunkte sammelt. Stimmt. Das sind zumeist so ganz kleine, drahtige Männer, die diese Trikots erfahren. Deswegen kommt, glaube ich, auch der Begriff mit der Bergziege. Ne? Durstig wie eine Bergziege oder wie hieß das? Das weiß ich doch nicht. Hier haben wir so einen kleinen Bach auf der linken und rechten Seite. Einen kleinen Park, da habe ich heute gesehen, als wir hier schon mal vorbeigegangen sind. Hier unten wird tatsächlich ein kleines Feuer gemacht und da wärmen sich. Das sieht so ein bisschen aus, als wären das Menschen ohne Zuhause. Wärmen sich dort auf. Aber guck mal, hübsch, oder? Ich meine, das ist natürlich jetzt ganz anders als Besançon, wo wir jetzt gerade herkommen. Hier findet man eben auch neue, modernere Architektur und Gebäude. Aber speziell hier auf der rechten Seite auch alles alte Balkone, rustikal. Viele Boulangerien und Patisserien, also alles spricht ja auch für Süßes. So, und das ist natürlich, das sieht total schön. Solche, diese ganzen knorpeligen Bäume hier, stellt man sich mal im Sommer vor.
wenn das dann alles grün ist. Hier so eine schöne Allee, ist wahrscheinlich sehr schattenspendend. Ist wirklich hübsch gemacht mit den Bäumen, ne? Ganz schön, ganz schön. Auch da, wir brauchen mal wieder Vorstellungskraft, um uns vorzustellen, wie schön es tatsächlich im Sommer ist. Guck mal hier. Das sieht immer sehr nach Lebensmittelausgabe aus. Ja. Auf der linken Seite war gerade so etwas wie eine Lebensmittelausgabe, sprich Tafel. Standen sehr viele Menschen, die sich Lebensmittel zu holen schienen. War das richtiges Deutsch? Ja. Um und bei. Kannst du mal eben gucken, ob die Kamera überhaupt an ist, weil die schaltet sich ja echt nach gut dünken. Ja, die ist ja an, super. Weil ich bin immer in Sorge, dass die Kamera sich ausgeschaltet hat, wir das gar nicht mitbekommen haben und schon seit einer Stunde dummes Zeug sabbeln. Wir können das auch zweimal. Aber wir müssten dann ja genau überlegen, wo wir wieder mit dem Auto zurückfahren müssen. Ups, hier fahren wir gleich zurück. Hallo, wo sind wir denn hier? Jetzt aber. Spaßig. Hier ist aber eng. Ja. Das sind aber auch sehr historische Gassen hier. Und guck mal, wie dick die Leute eingepackt sind hier. Ja, ja, das ist schon nicht so schmuckelig hier. Also wir erzählen euch hier jetzt nichts vom Pferd. Das ist hier wirklich lausig. Um nicht zu sagen, hier sind gar keine Menschen unterwegs oder dick eingepackte an einem Montagnachmittag. Und während der Fahrt hierher haben wir noch gesagt, wir können unsere dicken Schuhe ausziehen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, morgen früh ziehe ich keine Stiefel mehr an. Morgen früh ziehe ich andere Schuhe an, Sneakers, weil wir nämlich ins Warme fahren. Davon bin ich überzeugt. So, fahren wir mal da lang, oder? Ja, bevor sie das Tor hier dicht machen. Und ich darf hier nicht rein, aber ich habe nichts gesehen. Nee. Wahrscheinlich kommst du jetzt auch nicht weiter. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, dreh die Kamera mal um, weil ich glaube nicht, dass der Handwerker dort wegfährt. Nee, lach mich kaputt. Glaube ich auch nicht. Er hat uns zur Kenntnis genommen und dreht sich aber wieder zurück. Wahrscheinlich bin ich das Problem. Stefan fährt jetzt rückwärts, das könnte ich auf die lange Strecke gar nicht. Deshalb kann ich auch nicht sprechen gerade. Mein Mann ist ein großartiger Autofahrer. Das war kein Scherz. Naja, wenn man sonst nichts kann, ne? Ich finde, du kannst eine ganz, ganz Menge andere Dinge auch noch sehr gut. So. Da haben wir eine Patisserie. Aber Oriental. Hier ist alles zu. Hier ist alles eine zu. Patisserie Oriental, Schatz. Mhm. So. Zack. Wäre auch schön, wenn ich live mal einen Unfall verursache und alle Nein, dabei sind. Nein, das wäre nicht schön. Nein. Ja, Montélimar, 40.000 Einwohner, also eine Kleinstadt. Und wie gesagt, wir vermuten ja, dass das hier schon zu Südfrankreich gehört. Aber da sind wir uns auch nicht ganz sicher. Vielleicht lohnt nachher ein Blick mal auf die Karte, um zu gucken, ob man erkennen kann, ob das schon zu Südfrankreich gehört. Mensch, wo sind die Menschen, die hier wohnen? Die haben Siesta. Wie heißt es eigentlich in Frankreich? Und hier schon wieder dick eingepackt. Naja. Wahrscheinlich sind die diese Temperatur noch nicht gewohnt. Vielleicht ist das für die auch außergewöhnlich kalt. Für mich auch. Eben auf Monte Saint-Martin, D540A. Danke für den Hinweis. Wir hatten einige kleine Orientierungsschwierigkeiten. Aber jetzt sind wir wieder am Ball der Zeit. Und ist es bei euch ja nicht auch so? So bei euch nach als, 100 als Metern im Kreisverkehr geradeaus nach Boulevard Aristide Briand D540A fahren.
Bei solchen Aussagen heißt es immer, das habe ich aber gut hingekriegt. In einem anderen Fall heißt es aber, wir hatten Schwierigkeiten. Das weiß ich nicht, du hattest keine Schwierigkeiten. Hier haben wir. Ne? Aber egal, hier waren wir noch nicht, oder? Doch. Wir fahren jetzt, da ist unser Hotel. Stimmt. Und wir fahren jetzt mal hier, weil dieses schöne Tor, weißt du? Habe ich gesehen gerade, ja? Ja, wir ja. Palais de Bonbon et Tunougat. Wir haben das Tor gesehen. Ja. Ich habe es gesehen. Wir ja. Mhm. Und wer nicht? Du nicht? Alle anderen. Ach so, Entschuldigung. Also das war so das Erste, was wir gesehen haben, als wir heute hier angekommen sind. Dieses schöne kleine Tor. Fast so wie gestern in Besançon. Das schwarze Tor oder das schwarze Bogen. Eine Informationstafel. Aber dazu müssten wir jetzt aussteigen und das war parktechnisch nicht möglich. Auch kältetechnisch nicht möglich. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das, das sieht aus wie ein Museum, ja. Und da steht auch sogar dran, dass es ein Museum ist. Kunstmuseum? Ja. So, und jetzt drehe ich mal irgendwo nächste Möglichkeit wieder um. Ich würde ja jetzt weiterfahren. Und was zu tun? Zu diesem Nougat-Palast an dem pinken Ding. Ah ja, wollen wir da rein? Ja, wir gucken uns das jetzt an. Okay. Also, wir sind ja hier gekommen auf dieser Straße. Und auf dieser Straße, auf der rechten Seite jetzt gleich, war der Nougat-Palast. Das ist bestimmt die totale Verarsche. Ich glaube das ja immer, ne? Da fällt ja jeder Tourist drauf rein. Wir natürlich auch manchmal, aber weil wir ja schlau sind wie Schlange, geben wir wirklich seltenst Geld für sowas aus. Das Nougat-Zeug, das da rumliegt, liegt ja wahrscheinlich schon 2 Jahre. Vielleicht tue ich dem auch Unrecht, aber ich glaube immer nicht an das ganz Gute daran. Oh, ja. Von außen sah dieser Laden schon so einladend, schräg, schrill aus, dass da jedes Kind auf dem Rücksitz schreit, Mama, Papa, da will ich hin. Und schwupps, wird was gekauft für die kleinen süßen Racker. Ja. Oh, McDonald's. Hier war unser Lebensmittelladen, in dem wir ja nicht reingegangen sind. Nicht wirklich drin waren. Guck mal hier, alles Essen, Essen, Essen. War der Nougat-Laden noch vor dem Supermarkt? Ja, ja. Ja? Kam ziemlich am Ortseingang. Aber es sieht schon wirklich französisch aus hier. Ne? Man merkt, man ist in Frankreich, finde ich. Definitiv. Guck mal, Peugeot. Ne? Nicht Opel, sondern Peugeot. Obwohl, das glaube ich auch mittlerweile die gleiche Firma, ne? Opel und Peugeot oder Opel und Citroën. Ja, Opel gibt es ja auf jeden Fall auch. Aber das gehört doch zu so einem französischen Konzern jetzt. Ein Fruchtmarkt, ein Obstmarkt war das. Habt ihr natürlich nicht gesehen, weil ich habe wieder rechts rüber geguckt, aber euch nicht mitgenommen, der Kamera. Ja, ich bin ja gespannt, ob der wirklich noch hier kommt. Doch, natürlich. Ich meine, du merkst ja solche Dinge immer. Ja, wenn ich mir nichts merken kann, aber so ein Mist, ne? Da ist er. Ich sehe das pinke. Das pinke Ding. Oh ja, schon. Hier. Wahnsinn. Haben die zu? Guckt euch das mal an. Ist das was oder ist das was? Palais de Bonbon et Nougat. Da müssen wir doch rein. Ja. Souvenir steht da auch dran. Ja, also alles klar. Wenn das nichts ist. Ja,
Wir berichten gleich nochmal. Weil wir selbstverständlich wieder davon ausgehen, dass man da überhaupt gar nicht filmen darf, weil man keine Genehmigung hat. Wir haben zwar eine Genehmigung, aber die haben wir in Besançon vergessen. Wir schauen mal. Wir berichten. Ich glaube nicht, dass wir was kaufen, aber egal. Vielleicht nicht. Bis gleich. Damit ihr das auch glaubt, dass das hier weht wie Hulle, habe ich meine Frisur jetzt so gelassen, wie sie ist. Sie ist ähnlich wie in Frankfurt auf dem Rastplatz Taunusblick, oder? Also, es weht hier wie Hulle. Wir sind hier nur ein kurzes Stück gegangen, Leute. Ich mache mal die Heizung eben auf 30 Grad, ne? Die Enttäuschung war riesengroß. Das Ganze ist nämlich überhaupt gar kein Nougat Plus. Das ist irgend so ein Indoor, wenn man Französisch könnte, wäre man natürlich ganz klar im Vorteil. Hier kann man irgendwie Sport machen. Ja. Es gibt hier auch einen Shop, der hat allerdings auch zu. Die Zypressen werden hier geschnitten, händisch. Mit Manitou Cargo Lifter. Der schneidet hier tatsächlich händisch die Dinge. Ja. Schatz ist schon vorbeigefahren. Die hat er schon alle geschnitten, guck mal. Das sieht aus, als wenn die sich aufs Frühjahr vorbereiten hier, die Burschen, die Jungs und Mädels. Palais de Bonbon. Ist das nicht schön? Man kann sagen, hier ist nichts los gewesen. Hier wird gearbeitet. Aber wie gesagt, Das ist ja alles unsere Leistung für euch. Falls ihr mal hier seid, ja? Ihr braucht hier gar nicht anhalten. Das macht gar keinen Sinn. Ja, seid denn, ihr seid Sportskanone, nicht so träge Tanten, Onkels wie wir. Oh, und wenn immer ihr... noch war ich in keiner guten Bäckerei, Schatz. Nee. Findest du noch, oder? Und drei Wettertaft nicht vergessen. Vor allen Dingen hier, wenn es weht. Meine Herren. Was möchtest du denn noch in der Bäckerei? Ein schönes Baguette? Nicht das, ja, was... Mich inspirieren lassen und vielleicht was Leckeres einkaufen. Was Leckeres einkaufen. Das Baguette, das du beim Lidl gekauft hast, ist ja eine Katastrophe. Oh Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Selbst bei den Discountern, ne, gibt es ja überall so kleine Backshops. Und ob das Lidl ist oder Aldi oder wie sie alle heißen. Die haben ja alle ihren eigenen Backshop. Und das wird ja alles aufgebacken oder, ja, wahrscheinlich, ne? Die kommen also irgendwie schon als Fertigprodukt an, müssen nur noch aufgebacken werden, sind sie fertig. Aber optisch, ja, optisch sind die alle 1A. Diese Baguettes, die da rumstehen und zu kaufen gibt, die sehen doch alle total lecker aus. Seit 100 Jahren fällst du drauf rein. Falle ich immer wieder drauf rein. Der haptische Test, man greift das, natürlich nicht direkt am Brot, sondern an der Tüte, um den Knusprigkeitsfaktor zu ertasten. Und dann stellt man fest, wow, das ist es. Das ist mein Baguette. Stefan kauft auf Märkten in Deutschland im Winter, wohlgemerkt, auch immer an diesem Stand Pfaffenglück irgend so ein Brot ein. Pfaffenglück. Jedes Mal total enttäuscht. Naja. Das ist so ein Brotfladen mit irgendwas drauf. Auch knüppeltrocken. Das gab's mal, ich habe noch in Erinnerung, das erste Mal, als ich das Pfaffenglück auf so einem Markt gesehen habe, kostete das 3 Euro. Oder waren das erst 3 Mark? Ne, 3 Euro. Jetzt waren wir, wo waren wir denn neulich? Da gab es auch Pfaffenglück für 7 Euro, ne? War das nicht so? Ich achte nicht auf Pfaffenglück. Ich würde niemals sowas kaufen. Ja, aber Pfaffenglück hört sich doch so gut an. Und dann sind die Leute, die dahinter stehen, die sind dann auch so angezogen wie im Mittelalter. Und dann denkt man immer, das muss ja schmecken. Ja, alleine das schreckt ja schon ab. Entschuldigung. Eigentlich ja. Das war ein Scherz. Ja. Und auf diesen Märkten gibt es dann auch immer die Dipfee. Kennt ihr das? Schatzi, die gibt es mittlerweile auch bei Famila. Echt? Ja. Dipfee hat sich durchgesetzt. Dazu wollen wir auch nichts sagen. Ich kenne ganz viele, die finden das ganz toll. Ich sage ja auch nicht, dass es schlecht ist. Nein. Ich sage nur, das ist auf allen Märkten vertreten. Ja. Dipfee. Ja. Und dann sind da so 38 kleine Töpfchen, da kann man immer so abgeschnittenes Brot reintunken und die verschiedenen Dips probieren. Ja. Supreme Nougat gibt's hier. Ah, hier gibt's also nicht nur normalen Nougat, sondern... Er hält nirgendwo an, wo es was Süßes gibt. Wo es eine Bäckerei, eine Boulangerie, Du wolltest doch gar keinen Nougat kaufen. Du machst doch gar keinen Nougat. Ich bin in der Nougat-Stadt Europas, der Welt, und guck mir das nicht mal an. Oh. Das ist die einzige Sehenswürdigkeit hier. Hast du gesagt. Steht auf deinem Zettel. Ja. Zeig doch nochmal dieses schöne Tor. Uns anzugucken macht irgendwie keinen Sinn. Wir erzählen ja wirklich nur dummes Zeug heute.
Aber guck auch mal die schöne Straße da an. Ja. Wir können parken bei uns im Hotel und dann nochmal durchgehen. Dann müssen wir zu Fuß dahin. In unserem nächsten Leben vielleicht. So, hier fahren wir jetzt directly zu unserem Hotel. Wollen wir nicht nochmal die Straße runterfahren, die schöne? Auch das. Upsala. Weil es ist, wie gesagt, steht nicht fest, ob wir jemals heute Abend oder heute überhaupt noch rausgehen. Aufgrund des Lausigkeitsfaktors, der draußen herrscht. Ich zeige euch das mal. Aber das ist wirklich eine schöne Straße hier. Und auf der linken Seite an dieser Allee gibt es zahlreiche kleine Kneipen, Restaurants, Geschäfte. Einige haben auch sogar auf. Tatsächlich viel zu hier, ne? Also der Champs-Élysées in klein ist das hier. Und hier gibt es das schöne Theater. Da fahren wir jetzt direkt drauf zu. Das Theater von Montelimar, optisch ein Highlight. Und hier sind die auch noch die ganzen Weihnachtsbeleuchtungen an den Bäumen. Oder vielleicht ist das eine Ganzjahresillumination. Man weiß es nicht. So, das Theater hier vorne, das ist doch schön, oder? Also Montelimar, erster Eindruck, sehr, sehr schön. Ich meine, diese Stadt kann ja nichts dafür, dass hier so ein eisiger Wind weht. Sehen wir das Ganze mal positiv. Wir haben 4 Grad, eben noch 4,5 Grad. Das ist doch schon mal was. Guck mal, hier sind Markthallen. Da haben wir aber auch so. Cerrado. Wieder so ein Nougat-Laden. Guck, ich vielleicht das nochmal zeigen. Ne? Sogar Artisan. Ja. So, und diese ganzen Hinweisschilder auf freie Parkplätze oder auf überhaupt auf Parkmöglichkeiten lässt wirklich darauf schließen, dass das hier Im Sommer brennt hier die Luft. Ja, denke ich, genau. Das glaube ich auch. Es wird hier bestimmt ganz viele Veranstaltungen geben. Rund um den Nougat. Die Nougat-Woche. Guck mal hier, die kleinen Straßen auch noch. Nougat-Tage. Ich sag, morgen haben wir 15 Grad. Bitte. Hier? Nein, hier doch nicht. Auf unserer nächsten Etappe. 15? Ja. Ei, 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 ei. Das möchte ich gerne. So, jetzt zum Hotel. Ja, nützt ja nichts, ne? Oder wollen wir noch mal raus? Du willst doch nicht. Ja, ich ja, aber du bist ja da ein bisschen. Ach nee, hier. Du bist auch schon wieder falsch. Ja, ja, wir müssen einen weiter. Das ist auch schön, das Restaurant da drüben. Ja. Sieht aber auch so aus, als würde das im Juli eröffnen. Ja. Guck mal hier, ein Huhn von links. Halt. Wo? Ja. Da läuft ein Huhn. Hier laufen überhaupt Hühner rum, habe ich schon gesehen. Noch mehr. Ja, mitten im Dorf läuft das Huhn durch die Gegend. Sehr geil. Guck mal, hier ist ein asiatisches Restaurant. Noch ein weiter Schatz? Bist oder? Du sicher? Nee, ich glaube nicht. Okay. Das ist richtig. Diesmal bin ich richtig. Okay. Ja, wollen wir uns jetzt verabschieden oder wollen wir noch mal raus? Wir könnten Adios sagen, glaube ich, für heute. Wenn wir nochmal wiederkommen, ist ja nicht schlimm. Nee, aber hier siehst ist du? Falsch. Doch. Tatsächlich falsch. Ja. Also, wir suchen jetzt mal, oder ich suche, kann ja mal, habe ich gelernt. War ja nicht unser Fehler, sondern mein Orientierungsfehler.
Wir sagen an dieser Stelle goodbye, weil wir wissen nicht, ob wir noch mal rausgehen werden. Ich sag mal adios, ciao, ciao, bis morgen. Ich rechne mit 15 Grad. Drückt mir die Daumen. Und uns. Und Montélimar ist schön, wirklich. So sieht's aus. Also, bis morgen. Tschüss. Tschüss.